Noser.11, willkommen zu unserem Webinar «Verkürzen Sie Ihre Time to Market» zusammen mit unserem Kunden Trumpf Schweiz AG. Ganz kurz, mit wem Sie es heute zu tun haben. Ich bin Markus Gübeli, ich leite die Filiale von Noser Engineering im Rheintal. Matthias Munk, bin zuständig für die Business Unit der Markiersysteme am Standort in der Schweiz, in Grüsch. Christian Kleiner, Projektleiter und Agile Coach bei der Firma Trumpf in Grüsch. Schnell zu der Agenda. Wir sagen schnell zwei, drei Worte zu unserer Engineering. Dann wird der Matthias Munk einen Blick auf Trumpf hineingehen und das Thema einführen. Im dritten Teil tun wir dann das ganz interessante Projekt vorstellen, das macht der Christian, bevor wir dann aufs Fazit kommen. Und am Schluss ist ein Raum für Fragen und Antworten von Ihnen da. Darum bitte, wenn Sie Fragen haben, einfach stellen in den Chat rein. Wir versuchen die dann am Schluss kurz vor 11:30 zu beantworten. Noser Engineering, nur ganz kurz für die, die das erste Mal da sind. Seit 1984 gibt es Noser Engineering. Unten rechts, wir sind 200 Mitarbeitende, 200 Ingenieure, die sich mit Technologie unseren Kunden empfehlen. Mitte oben, wir haben 5 Standorte, Winterthur, Luzern, Bern und eben seit 2 Jahren auch im Rheintal. Kommen wir zu Trumpf. Bitte, Matthias. Ja, ich darf die Firma Trumpf kurz vorstellen. Ich gehe mal auf die erste Folie. Die Firma Trumpf, internationales Unternehmen mit 3,5 Milliarden Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr und knapp 4 Milliarden im Auftragseingang. Insgesamt 14.767, knapp 15.000 Mitarbeiter weltweit. Und eine F&E-Quote, F&E steht für Forschung und Entwicklung, von 10,9%. Eine enorm hohe F&E-Quote für Maschinenbau, der in der Regel eher bei 3-4% liegt. Wir haben 2 große Geschäftsbereiche, Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen und der Geschäftsbereich der Lasertechnik. Wir begeben uns heute in den Geschäftsbereich der Lasertechnik. Hier am Standort in der Schweiz, oder hier in der Schweiz haben wir 3 Standorte, in Baar, Bottighofen und in Grüsch. Wir haben insgesamt gut 700 Mitarbeiter und wir haben 4 Betätigungsfelder hier am Standort. Wir sind für die TruLaser, für die Laserschneidmaschinen weltweites Leitwerk. Wir sind das Produktcenter für TruMark, in das wir jetzt gleich abtauchen werden. Wir sind genauso Produktcenter für Power Tools, Elektrowerkzeug und wir haben die Marktverantwortung für die Schweiz. Um was geht es? Wir haben in dem Bereich der Markiersysteme, Markieranlagen, Markiergeräte. Für was braucht man dieses? Ich habe oben mal hingeschrieben zur Identifikation, Personalisierung, Serialisierung, Rückverfolgbarkeit von Teilen, von Baugruppen, von Geräten. In unterschiedlichsten Branchen, das kann sowohl in der Automobilindustrie sein, wie auch in der sogenannten weiße Ware, also die Frontblenden von Waschmaschinen, Kühlschränken, Tumbler oder ähnliches, sind mit solchen Markiergeräten bearbeitet. Mit dem Markieren kann man sowohl ein Markieren, ein Abtragen machen, man kann ein Reinigen, man kann ein Gefüge verändern machen. Das wird unterschiedlich in den unterschiedlichen Branchen auch eingesetzt. Das Thema Fälschungssicherheit und Serialisierung taucht insbesondere auf in Luft- und Raumfahrt oder auch in der Medizintechnik, wo jedes einzelne Teil eindeutig identifiziert und zurückverfolgt werden können muss. Dazu braucht man umfangreiche Hardware und Software. Natürlich zum einen mal ein Laser, Markierlaser mit speziellen Eigenschaften für dieses Markieren, der dann eingebaut wird in eine Station. Und in den meisten oder in vielen Fällen auch mit Bildverarbeitungstechnologie ausgerüstet wird. Unterstützt
durch die sogenannte Markiersoftware, das ist sowohl das Programmieren, die Parameterzuordnung, die Technologie, auch als die komplette Steuerung eines solchen Markiergerätes übernimmt, gehört dazu. In dem Umfeld haben wir jetzt seit gut 30 Jahren Erfahrung und entsprechend auch eine eigene entwickelte Software, die hier unten mal als Trudosmark 2 beschrieben ist. 30 Jahre Software, 30 Jahre Softwareentwicklung. Jeder weiß, dass auch Software altert. Und das war für uns der Anlass, vor einigen Jahren ein neues Programmiersystem, ein neues Steuerungssystem zu entwickeln, das sogenannte Trudosmark 3, einfach als Ersatz für das Trudosmark 2. Ein riesengroßes Projekt, kann man sich vorstellen, 30 Jahre Erfahrung und Integration. Was muss alles denn mit so einer Software denn abgedeckt werden? Hier mal dargestellt anhand einer sogenannten Prozesskette. Wir bilden in unseren Geräten die Bauteile ab. Wir bilden ab die Vorrichtungen, auf denen die Bauteile gespannt werden, vorgerichtet werden. Wir haben ein digitales Abbild. Über dieses berechnen wir auch die vermutliche vorausschauende Markierzeit. Wir steuern den gesamten Markierprozess, also jede Einheit, jeder Scanner, jeder Spiegel wird einzeln angesteuert und gefüttert mit unserer Technologie, mit unserem Technologie-Know-how, mit den Markierdaten, die spezifisch für die Markierung und die Anwendung sind, die Markierparameter. Wir automatisieren das Ganze und am Schluss mit auch Visualisierung, Bildverarbeitung kontrollieren wir das Gesamtergebnis. Und dieses alles ist Bestandteil dieses gesamten Trudosmark-Projektes gewesen vor einigen Jahren. Wie bereits erwähnt, ein großes Neuentwicklungsprojekt aus vorwiegend Software und Elektronik. Wir haben uns dort an der Stelle etwas Großes vorgenommen, haben uns dann vielleicht auch etwas übernommen und haben dann eine externe Perspektive gesucht zur Unterstützung, um dieses Projekt neu auszurichten und auf die Zielgerade zu bringen. Entsprechende Projekt-Relaunch gestartet und haben sind dort auf die Firma Noser Engineering zugegangen und haben dort Unterstützung eingeholt im Projektmanagement, in der Projektleitung und auch in der methodischen Unterstützung unseres Entwicklungsteams. Einer, der von Anfang an bei diesem Projekt mit dabei war, ist unser Christian Kleiner. Er wird jetzt heute Ihnen aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz mitnehmen, eine Zeitreise durch dieses Projekt und Ihnen interessante Einblicke geben. Somit übergebe ich an Christian Kleiner. Vielen Dank, Matthias, für die Einleitung. Wie der Matthias bereits dargestellt hat, ich bin in ein laufendes Projekt reingekommen und möchte Ihnen in der Ausgangslage meine Beobachtungen am Anfang schildern. Wir haben festgestellt, dass der Scope im Verlauf von diesem Entwicklungsprojekt ein Stück weit verloren gegangen ist. Also auf welche Märkte, auf welche Kunden, auf was für Segmente, auf was für Anwender, die letzten Endes an den Anlagen arbeiten, richten wir uns überhaupt aus. Wir haben eine gewisse Überforderung gehabt, zum Beispiel in der Product Owner Rolle. Wir haben bereits nach Agile Scrum gearbeitet, haben dort drinnen aber gleichwohl verschiedene Schwachstellen gefunden. Die gesamte Softwarelösung beinhaltet auch gewisse Third-Party-Komponenten von amerikanischen Softwareanbietern, was die Aufgabe auch nicht wirklich vereinfacht hat, den Third-Party-Dienstleister in Synchronisation zu bringen mit unserem Entwicklungsprojekt. Wir haben überdies natürlich grundsätzlich orientieren wir uns an der Hardware und wir haben dort festgestellt, dass auch Software-Hardware-Entwicklung ein Stück weit entkoppelt war. Den Not Invented Here-Syndrom, das ist auch ein Phänomen gewesen, das ich festgestellt habe. Also wir haben ja bestehende Software gehabt, die über viele Jahrzehnte weiterentwickelt worden ist. Allerdings jetzt bei der neuen Software ist eigentlich, die heißt jetzt TTM3 und das 3 steht unter anderem auch für dreidimensional. Also wir sind da unter anderem auch in eine neue zusätzliche Dimension vorgestoßen, die durchaus auch gewisse Problematik beinhaltet.
Weiter habe ich festgestellt, wir haben hochqualifizierte Individualisten schon an Bord gehabt, wo, wie gesagt, als Individualisten sehr clever und smart sind. Was gefällt hat ein Stück weit, ist auch das Teamverständnis, dass wir als Team gemeinsam Aufgaben müssen erfüllen und auch entsprechende Performance an den Tag legen. Dann haben wir auch intern verschiedene isolierte, nicht integrierte Softwarekomponenten gehabt. Und last but not least haben wir ein Product Backlog gehabt mit Grössenordnung 10.000 Einträgen, das relativ unstrukturiert war. So hat sich die Situation für mich am Anfang dargestellt. Und ich habe in diesen paar Jahren auch ein paar Haare verloren, wie Sie vielleicht haben können feststellen. Das nur so nebenbei, also eine komplexe, schwierige Ausgangslage. Wie haben wir die angepackt? Im ersten Schritt ist auch unabdingbar gewesen, das Scope zu schärfen. Das haben wir mit verschiedenen Aktivitäten gemacht. Im ersten Schritt haben wir mit den Management Stakeholder die Anforderungen nochmal auf den Punkt gebracht. Da haben wir mit dem Kano-Modell geschafft und haben entsprechend Begeisterungsmerkmal, Leistungsmerkmal und Basismerkmal auf verschiedene Release gemeinsam miteinander definiert. Wir haben dann in einem weiteren Schritt zur Fortschrittskontrolle haben wir auch 10 reale Kundenprojekt-Anwendungsfälle definiert und haben Sprint für Sprint den Fortschritt gemessen anhand von diesen 10 konkreten Anwendungsbeispielen und haben damit eigentlich relativ gut dann bald gewusst, wo wir jeweils stehen und wie viel das noch fehlt bis zu einem Minimal Viable Product. Wir haben im Weiteren natürlich einerseits einen Vergleich gemacht zu unserer bestehenden Software. Wir haben auf der anderen Seite auch unsere Mitbewerber angeschaut und haben analysiert, wo die stehen. Also das ist sicher auch ein Bestandteil von der Scope-Schärfung. Und letzten Endes haben wir ebenfalls intern in mehreren gemeinsamen Workshops mit unserem Vertrieb Priorisierung vorgenommen, welche Funktionalitäten sollen so rasch wie möglich umgesetzt werden, beziehungsweise welche Funktionalitäten sich auch entsprechend kapitalisieren lassen am Markt und bei unseren Kunden. Dann im Weiteren haben wir im Bereich von der Struktur geschafft. Wir haben eine Projektorganisation gebildet. Sie sehen eigentlich auf der rechten Seite den ganzen Anforderungsbereich, bestehend aus Testkunden, die wir definiert haben, aus unserem Vertrieb. Aber auch mit unserem Applikationslabor, die spielen eine ganz wichtige Rolle im Pre-Sales-Zyklus, weil dort werden die jeweiligen Kundenanwendungen eigentlich vor dem Verkauf überprüft, getestet, konfiguriert, ob das überhaupt funktioniert. Service spielt dort eine Rolle und das rechte Dreieck, da besteht auch die Aufgabe da drin, vom Product Management auch konsolidiert und priorisiert, Anforderungen auf Stufe von Epics in das PO-Team hineinzubringen. Das PO-Team besteht aus dem Product Owner, aus dem Product Management und aus mir als Projektleiter. Der Product Owner wiederum hat dann die Aufgabe, die Epics entsprechend zu detaillieren und Pakete zu definieren, die nachher in die drei Entwicklungsteams hinein transportiert werden. Dann haben wir, ich habe eingangs erwähnt, die diffuse Backlog-Struktur, die wir in Azure DevOps hatten. Jetzt auf Grundlage von dieser Priorisierung ist es uns gelungen, in diesem System eine saubere Struktur abzubilden, über entsprechende Epics aufteilt auf mehrere Feature, jedes Feature wieder aufteilt auf mehrere Product Backlog Items und Product Backlog Items nochmal auf die tiefste Stufe, dann auch auf Task-Ebene abgebrochen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung in Bezug auf Struktur und Transparenz. Genau diese Transparenz hat uns letzten Endes geholfen, zu jedem Zeitpunkt auch genau zu wissen, wo dass wir stehen, wie viele Storypoints wir noch vom Ziel entfernt sind, in dem Fall von unserem definierten Feature Freeze. Da haben wir also Sprint für Sprint haben wir genau gesehen, wie viele Storypoints sind noch abzuarbeiten. Schaffen wir das, wie weit weg sind wir vom Ziel? Und das ist uns auch nur gelungen durch eben entsprechende Transparenz
in Azure DevOps und durch eine saubere Strukturierung von Apex Features und Product Backlog Items. Genau, das führt mich dann zu einem ersten Etappe halt. Und zwar ist es uns gelungen, nach letzten Endes ca. 18 Monate Release 1 auf den Markt zu bringen. Ich habe es schon erwähnt gehabt, das ist ein Minimal Viable Product gewesen, mit Fokus auf den Dachraum. Also noch nicht das Ziel, das wir letzten Endes haben wollen. Aber es ist sehr wichtig gewesen, auch intern innerhalb von Trumpf, gegenüber von den Stakeholder, aber auch gegenüber von den Entwicklungsteams, eine erste marktfähige Lösung können zu haben, um da auch Vertrauen wieder können zurückzugewinnen auf dem weiteren Pfad. Nach weiteren 11 Monaten ist es uns dann gelungen, den Release 2 bereitzustellen. Sie sehen dort bereits auf einer globalen Ebene und auch mit bereits zusätzlichen geografischen Märkten, die wir mit dieser Lösung haben können adressieren. Sie sehen aber auch anhand von dieser Stärke, dass der Pfad mit dem Release 2 noch nicht abgeschlossen war. Die Reise ist weitergegangen. Kontinuierliche Verbesserung als wesentliches Stichwort. Eine Dimension, wo wir intensiv daran geschafft haben, ist auf Ebene von den Mitgliedern vom Projektteam, auf Ebene von den Mitgliedern und auf Ebene von den Teams. Ich habe es eingangs schon ein bisschen gesagt, wir haben sehr begabte Individualisten an Bord gehabt, die sich aber schwer da haben, in einem Team innen zu funktionieren. Und da haben wir relativ intensiv daran geschafft, Stichworte Autonomie, handlungsbefähigte Teams anzukriegen, wo man nicht fertige Spezifikationen zur Verfügung stellt, sondern wo man aktiv eigentlich am Solution Design von dieser Lösung beteiligt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch in die klassische Methodenkiste gegriffen und haben beispielsweise ein entsprechendes Risikodiagramm erstellt. Das ist sicherlich nicht zuletzt auch im Managementanspruch gewesen, da vorausschauend auch die Risiken mit denen können umzugehen und die vorausschauend können zu antizipieren. Wir haben in einem dritten Schritt uns sehr intensiv mit dem Thema von der Usability beschäftigt, weil es hat sich so herausgestellt, dass wir eigentlich funktional schon auf einem relativ guten Weg sind, dass wir aber in vielen Fällen eigentlich unsere Anwender überfordern und deshalb haben wir entlang von dieser ISO-Norm eine entsprechende Umfrage gemacht, intern, aber auch bei unseren Kunden, wie dass wir die Software-Usability bzw. Ergonomie können verbessern können. Und wir haben eben einen weiteren Schritt, ich habe es eingangs auch gesagt, die fehlende Anwenderperspektive, deshalb haben wir entsprechende Personas definiert, so für zum Beispiel einen Applikationsverantwortlichen, jemanden, der die Anlage dort einrichten, jemanden, der konkret an dieser Anlage dort arbeiten, haben wir entsprechende Personas definiert und das wiederum gibt auch unseren Entwicklern einen konkreten Anwendungskontext, wo sie sich dann können in die Rolle von diesen Personas versetzen und entsprechende Anforderungen, Bedürfnisse, Probleme, Frustrationspunkte von diesen Personas einzelne Features können umsetzen. Wir haben weiter im Bereich vom Requirements Engineering mittlerweile einen sehr ausgeklügelten Prozess, wie dass wir einzelne Feature-Weiterentwicklungen betrachten und priorisieren. Beispielsweise die Strategiekonformität, natürlich ein wichtiges Thema, dann die Synchronisation mit unserem Hardware-Portfolio, dass wir das wirklich können in Synchronisation bringen können. OneSoftware bringt gleich zum Ausdruck die verschiedenen Insellösungen, die wir bis jetzt gehabt haben, wo wir jetzt sukzessive in einem Look and Feel entsprechend möchten zusammenbringen. Dann immer natürlich auch der Blick auf unsere alte Softwarelösung, das steht jetzt hier mit TM2X Äquivalenz. Operative Exzellenz ist ein Thema, was aus einer prozessualen Perspektive darum geht, unsere Schnittstellen intern zu einer Inbetriebnahme, zu einer Produktion, wir können es verbessern, beispielsweise durch eine automatisierte Softwareaufspielung. Über allem natürlich das Thema Business Value. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt. Also wir entwickeln Funktionalitäten, die konkrete Nutzen stiften am Markt und wo es auch eine entsprechende Nachfrage gibt.
Denn Wettbewerbsfähigkeit, USP, das geht wieder ein bisschen zurück in das Thema auch vom Karnow-Modell. Sie haben das dort bereits mitbekommen mit diesen Basismerkmale, Leistungsmerkmale und eben tatsächlich auch Begeisterungsmerkmale. Das muss nicht unbedingt jeweils mit einem sehr großen Aufwand verbunden sein, aber schafft uns einen großen Goodwill am Markt, wenn wir eben auch solche Funktionalitäten können umsetzen können, bis hin zur Usability, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Was ebenfalls eine Änderung ist, Sie sehen, dass der Bubble mit dem Problem Statement, das ist ein bisschen ein Hinweis auf das Thema Design Thinking. Das ist auch eine Problematik gewesen. Wir sind natürlich ein sehr technisches, ingenieurtriebes Unternehmen, wo man eigentlich sehr schnell bei der Lösung ist. Und das haben wir versucht umzudrehen, indem wir eben jeweils solche Feature-Entwicklungen mit einem Problem-Statement starten. Also was ist eigentlich genau das Problem vom Anwender? Und erst wenn wir das genau verstehen und das genau angeschaut haben bei unseren Testkunden, überlegen wir uns, okay, und wie sieht jetzt eigentlich ein Solution-Statement aus und was muss das erfüllen? Genau, dann zeige ich Ihnen wieder das nächste Bild von unserem Fortschritt. Also nach dem Release 1 Minimal Viable Product, nach dem Release 2 global. Genau, also zuerst 18 Monate, dann 11 Monate sind wir jetzt mit dem Release 3. Zwischen 6 und 8 Monaten ist es uns gelungen, den Release 3 bereitzustellen. Dann der Release 4, ebenfalls wieder im Rahmen von 6 bis 7 Monaten. Da ist uns das erste Mal gelungen, im Jahr 2021 auch zwei Major Releases können bereitstellen. Und Sie sehen auch, der Pfad ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir sind mittlerweile auf einem sehr guten Weg, um unseren gemeinsamen Anspruch, nämlich Marktführer zu sein im Bereich von Markierlesesystemen, da sind wir auf dem besten Weg dazu. Dann vielleicht zusammenfassend noch ein paar Takeaways. Genau, wir haben gestartet mit dem Scope, wir haben den Fokus klar gemacht für welche Kunden, für was für Kundensegment, für was für Anwender machen wir eigentlich die Lösung. Haben dann im nächsten Schritt entsprechend die Strukturen und Prozesse aufgebaut, was zu einer sehr grossen Transparenz geführt hat, was es uns letzten Endes ermöglicht hat, auch konkrete, verbindliche Aussagen können zu machen zu entsprechenden Lieferterminen. Dann haben wir im zweiten Punkt eben organisatorische und individuelle Veränderungen herbeigeführt. Das Ergebnis daraus aus ist, dass wir heute dann eigentlich sehr leistungsfähige Teams haben, die ein Stück weit auch in einem gesunden Wettbewerb untereinander stehen. Da haben wir mittlerweile einen sehr tollen Team-Spirit können erreichen. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, wo man eben sagt, es ist nicht einfach der Chef, der weiß, wie es geht, sondern dass wir wirklich unser Team mittlerweile haben können befähigen, dass sie da aktiv an den Lösungen mitschaffen. Der dritte Bullet Point, kontinuierliche Verbesserung, Fehlerkultur etablieren. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man darf Fehler machen und wir sind sehr transparent und wir zeigen auch unsere Fehler auf. Und das hat, glaube ich, sehr viel Vertrauen auf allen Ebenen geschaffen. Letzten Endes ist es sicher kein Standardvorgehen oder Tooling gewesen, das zum Erfolg geführt hat, sondern es ist eine Kombination aus der agilen Scrum-Welt, Scaled Agile, bis hin teilweise zu klassischen Projektmanagement- bzw. wasserfallorientierten Methoden. So viel zu meinen Takeaways. Vielen herzlichen Dank bis dahin für Ihre Aufmerksamkeit. Danke vielmals, Matthias und Christian. Zeit für noch ein paar Fragen und Antworten. Ich würde noch schnell den Bogen spannen und zuerst noch mal Matthias fragen. Warum ist die Wahl auf Noser Engineering gefallen? Ganz kurz nur. Ja, wenn man so ein großes Projekt hat, dann scannt man natürlich mal den Markt und schaut sich nach geeigneten Partnern um. Und so das Gesamtpaket bei Noser mit Nähe zu uns, zur Firma, zu den Anwendern, aber auch die technische Kompetenz, die Erfahrung in der Softwareentwicklung und auch die Methodik in der Vermittlung haben uns dann schlussendlich oder haben den Ausschlag gegeben für Noser Engineering als Paket. Ja,
die bei uns mit einzusetzen, zu beauftragen. Merci vielmals, Matthias. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll für mich, weil ich habe diverse Fragen. Jetzt tun wir, ich glaube mal, an Christian. Was waren die größten Hürden bei der Umsetzung der verbesserten Entwicklungsform? Ja, also aber vielleicht zunächst mal feststellen, ich habe es in meiner Einleitung ein bisschen aufgezeigt, wo liegen eigentlich die Problempunkte, also mal eine sorgfältige Analyse. Dazu gehören auch sehr viele Gespräche mit den Teams bis hin zu den einzelnen Projekt- und Teammitarbeitern. Das ist sicherlich ganz ein entscheidender Punkt, sich zuerst einmal ein klares Bild machen. Und dann, wie gesagt, der erste Punkt ist das Scope. Das ist das A und das O, um da wieder zurückzukommen zu einer klaren Zielorientierung. Merci vielmals. Ich habe eine weitere Frage. Und zwar nochmal an dich, Christian. Wie werden die Anforderungen auf Epics, Features und User Stories abgebildet? Genau, also wir haben mittlerweile, beziehungsweise gerade aktuellerweise, sind wir dran, eine Portfolio-Ebene zu etablieren. Und die Portfolio- oder Strategie-Ebene definiert eigentlich die Epics, also die funktionalen Anforderungen, auf einer relativ hohen Ebene. Das ist auch noch nicht sehr feingranular. Und die Epics gehen dann in Richtung vom Product Owner. Das habe ich auf dem Projektorganigramm versucht zu visualisieren. Und der Product Owner hat dann die Aufgabe, das eigentlich eine nächste Stufe runterzubrechen auf Ebene von Features bzw. auf PBIs in Zusammenarbeit mit seinen Teams. Danke, Christian. Ja, Frage an Matthias. Wie hat die Organisation reagiert, wo du einen externen Partner hineingebracht hast? Ja, wie so eine Organisation normalerweise reagiert, sicherlich zuerst mal sehr, sehr verhalten, zurückhaltend, skeptisch durchaus. Was wollen die jetzt? Was bringen die uns? Warum haben wir das? Das war sicherlich der anfängliche, ja, normale Reflex. Das war auch eine der großen Herausforderungen, die Akzeptanz, sage ich mal, im Team zu kriegen, durch die entsprechende Unterstützung von Rosa, das dann zu drehen und mit entsprechender Kompetenz und Methodenunterstützung das zu drehen. Und ich würde sagen, das ist in Summe sehr gut gelungen. Jetzt machen wir noch die letzte Frage. Es sind noch ein paar. Ganz einfach noch eine sachliche Frage an Christian. Wie groß ist das Team gewesen und wie hast du Kommunikation organisiert? Gut, das Team umfasst größtenteils 25 Personen. Aber wir haben PO, PM, PL und dann haben wir eigentlich drei autonome, handlungsfähige Entwicklungsteams. Und die Kommunikation hat sich eigentlich dann etabliert über die verschiedenen Sprint-Manifeste, die wir praktizieren, in Form von Sprint-Planning, Sprint-Review, Sprint Retros, da sind eigentlich alle Teams mit dabei und damit haben wir können sicherstellen, dass die Linke weiß, was die Rechte macht. Merci Christian. Merci Matthias. Wir sind am Ende vom Webinar mit Trumpf. Super spannend gewesen, dass wir dürfen hinschauen in euer Projekt. Ich danke euch vielmals für eure Bereitschaft und wünsche euch alles Gute in der weiteren Zeit mit dem Projekt und mit diesen hoffentlich erfolgreichen Produkten. Danke nochmal. Danke sehr. Dankeschön. Für Sie, die zuschauen, danke vielmals, dass Sie mit dabei gewesen sind. Kleine Vorschau noch. Das Live-Webinar, das nächste von Noser Engineering, findet am Mittwoch, 12. Januar statt. Am 12. Januar haben wir in unserem internen Technologietag, wo wir diverse Technologiethemen werden thematisieren. Und wie wir das schon im August bei unseren Engineering Days gemacht haben, werden wir auch wieder einige von den Tracks, also wo da die Technologiespezialisten, unsere Leute und eben auch Sie, wenn Sie wollen, dabei sind, unterrichten über die neuesten Trends, die eben da passieren. Tun Sie bitte am 12. Januar
sich einwählen. Sie werden rechtzeitig informiert auf den normalen Kanälen. Ich danke Ihnen vielmals fürs Dabeisein. Danke nochmal Christian und Matthias und ich wünsche eine schöne Zeit, einen guten und auf Wiedersehen miteinander.